So, meine Freunde, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einem neuen Spielstand im Fußballmanager 21. Und zwar möchte ich heute den FIFA World Cup in Katar 2022 starten. Und zwar mit Deutschland. Ja, genau. Wir machen die originalen Gruppen. Und ja, das Team möchte ich schon gerne selber nominieren, denn ich habe schon mal geschaut, wer hier in dem Kader da vertreten ist. Und nee, das gefällt mir auf jeden Fall nicht. Muss man ja auch nicht unbedingt mit dem originalen Kader da irgendwie antreten, zumal es auch nicht der originale Kader ist. Ja, deswegen möchte ich schon meine eigenen Spieler auswählen. Und dann schauen, wie wir dort bestehen. Ja, ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Ist mal ein bisschen was anderes als immer Vereins-Let's Plays. Deswegen, das hat mich die ganze Zeit schon ein bisschen verfolgt. Und irgendwie hat es mir in den Fingern gejuckt, das mal zu machen. Ja, schauen wir mal. So, wir lassen das Ganze erstmal laden. Und dann würde ich sagen, hören wir uns direkt im Anschluss gleich wieder. So, da sind wir auch schon wieder. Genau, mein Name lassen wir natürlich alles so, da, 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 das passt alles. Und wir müssen eine Nationalmannschaft auswählen, natürlich Deutschland. So, Kadernominierung. Wir packen die erstmal hier alle mal raus. Und dann fangen wir. Ja. Kann man hier gar nicht Torhüter und so auswählen? Das ist ja blöd. Okay, egal. Dann machen wir das so. Natürlich Neuer im Tor, ist klar. Ter Stegen als Nummer 2. Und ich glaube, wir müssen ja auch noch einen dritten, ne? Verpflichten. Bernd Leno ist da gerade verletzt. Minus 334 Tage. Okay, das ist auf jeden Fall eine komische Zahl. Welcher Torhüter wäre denn der nächste jetzt hier? Kevin Trapp. Na, dann nehmen wir den noch mit. So. Dann brauchen wir auf jeden Fall einen Rechtsverteidiger, beziehungsweise zwei Rechtsverteidiger. Da haben wir Lars Bender, der mir aber auf der Position auch überhaupt nicht gefällt. Auch schon 32, ist auch schon viel zu alt. Henrichs, 24. Mitchell Weiser. Ah, nee, das ist auch nichts. Wir werden auf jeden Fall Henrichs nehmen und Baku werden wir mitnehmen. So, Linksverteidiger Position Gosens auf jeden Fall und Max. Ja, geben wir Max doch mal eine Chance. Mittelstädtler gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Bleiben wir mal bei Max. So, dann gehen wir in die Innenverteidigung. Hummels, Boateng. Beide natürlich nicht mehr die jüngsten. Süle ist verletzt. Weiß ich auch gar nicht, wie lange jetzt hier. Bis 3.7. Knieprobleme. Okay, wir nehmen auf jeden Fall Rüdiger mit, Boateng, Hummels und verzichten dann einfach auf Süle, denn der ist ja angeschlagen, oder wir nehmen den einfach mit. Lieber Süle als Tah, obwohl Tah jetzt auch kein schlechter Innenverteidiger ist.
Aber wenn der noch fit wird, dann ist ja auch okay, ne? So. Jetzt muss ich mir mal überlegen, wie wollen wir spielen? Wollen wir mit zwei zentralen und einem offensiven Mann spielen? Zwei Rechtsaußen, also Rechtsaußen und Linksaußen und einem Stürmer? Oder wollen wir so spielen, dass wir einen zentralen Mittelfeldspieler, einen offensiven Mittelfeldspieler, Rechtsaußen, Linksaußen, hängende Spitze und einem Stoßstürmer? Ich denke, wir nehmen die Variante mit den zwei Zentralen. Ja, Kimmich, der kann auch zentral spielen, das ist jetzt nicht das Problem. Den würde ich auch schon für das zentrale Mittelfeld mitnehmen. So, wo haben wir sie denn hier? Da sind doch die Zentralen hier, ne? Toni Kroos, natürlich, ganz klare Sache. Goretzka auf jeden Fall. Gündogan auch nicht mehr der Jüngste, ne? Sami Khedira natürlich nicht. Maximilian Arnold gefällt mir ganz gut. Auch ein Demir bei. Ich glaube, wir nehmen den Demir bei mit. Der mir da sehr gut gefällt. Gündogan, Demir bei nehmen wir mit. So, haben wir vier Zentrale. Jeweils doppelt besetzt. Dann brauchen wir einen Offensiven. Mit Havertz natürlich. Reus. Wie lange ist er denn noch verletzt? 31.8. Ne, den nehmen wir auf jeden Fall nicht mit. Also Havertz und Draxler. Draxler oder Brandt? Ich denke, es wird Julian Draxler. Ja. Ist auf jeden Fall eine gute Variante zu Havertz. Das wollte ich sagen. So, dann haben wir das schon mal geklärt. Dann brauchen wir Rechtsaußen und Linksaußen. Was haben wir denn da Schönes? Da haben wir auf jeden Fall Gnabry auf rechts und Bellarabi Wolf. Bellarabi mittlerweile auch schon 31. Spielt eigentlich in meinen Planungen daher keine Rolle mehr. Klar, Boateng Hummels auch schon über 30, ne? Auch Kroos ist schon 31, aber das sind halt wirklich Schlüsselspieler, so, ne? Deswegen, Wolf. Wir nehmen den Wolf mal mit. Und links außen auf jeden Fall natürlich Sané, ist ganz klar. Und da haben wir auch nicht wirklich einen, ne? Der das noch spielen kann. Draxler kann, glaube ich, noch links außen. Ist schwierig, ne? Dann müssen wir doch nochmal Bellarabi vielleicht mitnehmen. Wen haben wir jetzt hier noch gehabt? Hier haben wir noch Götze. Julian Brandt, der kann auch links außen spielen. Dann nehmen wir Brandt noch mit. Dann sollte das passen eigentlich. So, dann haben wir noch zwei Stürmer, brauchen wir denn jetzt noch? Seht ihr, Thomas Müller, den haben wir gar nicht berücksichtigt. Hängende Spitze, na, hängende Spitze brauchen wir eigentlich gar nicht, ne? Die hängende Spitze, die brauchen wir ja eigentlich gar nicht. Da wir nur mit einem Stürmer spielen. Oder spielen wir doch das andere System? Ist schwierig, ne? Könnten auch mein gängiges System eigentlich spielen. Thomas Müller. Dann brauchen wir aber gar nicht so viele
Zentrale hier. Und dann Dembélé geht dann raus. Kimmich ist eigentlich ein Defensiver, ne? Aber der ist natürlich sehr stark. Goretzka aber auch. Kroos, den wollen wir natürlich auch mitnehmen. Der ist auf jeden Fall auch gesetzt. Kimmich. Tja, was machen wir jetzt? Goretzka lassen wir zu Hause. Habe ich mich entschieden. Offensiv Draxler und Havertz. Das passt. Links und dann brauchen wir noch eine hängende Spitze. Da haben wir jetzt Thomas Müller und Maximilian Philipp. Winzheimer, Stindl, Kruse. Also als Stoßstürmer auf jeden Fall. Adeyemi ist da auf jeden Fall interessant. Werner auf jeden Fall. Volland würde ich auch mitnehmen. Zwei Stürmer. Und brauchen noch einen, der hängende Spitze spielen kann. Wir sitzen hier aus mit Mario Götze vielleicht. 29. Der könnte auch da spielen, oder? Marco Marin, ey. Ja, schade für Reus, der lange verletzt ist wieder. Ist ärgerlich. Florian Wirtz. Der kann das doch auch, ja? Dann nehmen wir Wirtz noch mit. Und dann haben wir unseren Kader eigentlich. Ich gucke nochmal einmal durch. Links, 4 Innenverteidiger, 2 Zentrale, 2 Rechtsaußen. 2 Linksaußen, 2 Offensive, 2 und 2 Stürmer. Ja, dann haben wir es. Füllkrug, Ginczek, Waldschmidt ist auch nicht so schlecht, aber Distanzschütze mag ich halt nicht. Ist nicht so mein Spielertyp, um ehrlich zu sein. Gut, ich denke, wir sind so auf jeden Fall gut aufgestellt. Deswegen werden wir mit dieser Mannschaft in dieses Turnier starten. Genau, Turnierbeginn. Die Öffnungsfeier der FIFA Fußball WM hat begonnen. So, jetzt haben wir erstmal unseren Kader. Und ich denke, ihr seid genauso gespannt wie ich, wie wir hier in dieses Turnier starten werden, beziehungsweise wie wir uns hier erstmal in der Gruppe behaupten, ja, ob wir uns überhaupt behaupten können. Safe, da bin ich sehr gespannt. Ja, ich spiele ja diese Formation auch in meiner Bremen- und Hoffenheim-Karriere und auch bei Barca spielen wir die, glaube ich. Ist einfach die meiner Meinung nach die beste Taktik. Genau. Ich hoffe, dass wir das hier auch so umsetzen können. So. Dann werden wir das hier gleich nochmal kurz einstellen. Das passt so. Können wir hier eigentlich auch die... Nee, können wir nicht. Okay, dann müssen wir das selbst machen. Falls mal was nicht passen sollte. Ja, hier zum Beispiel. Obwohl Kimmich könnte auch rechts spielen, genau. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Wäre auch eine Möglichkeit. Das machen wir, glaube ich, auch erstmal so. Boateng, Hummels in Verteidigung. Die beiden 33-Jährigen. Auch ein Thomas Müller schon 32, ne? Auch ein Toni Kroos 32. Also eigentlich ist das schon eine sehr alte Mannschaft. Deswegen würde ich gerne Rüdiger... Für, da müssen wir nochmal gucken. Ups, was ist denn jetzt hier los? So, Hummels baut das Spiel auf. Ist aber auch sehr, sehr langsam hier auch vom Antritt, ne? Da ist Boateng noch einen Ticken besser. Und Rüdiger sowieso, also
Dann nehmen wir Hummels mal raus und bringen da Rüdiger für die Innenverteidigung. So, die Aufgaben gehen wir noch mal kurz durch hier. Zack. Automatische Auswechslung. Gucken wir mal die Taktik angucken hier. Das stimmt auch schon wieder nicht. Alles überein, wie es sein soll. So. Haben wir das auch? Ach so, ich wollte das noch mal kurz speichern hier. Ist das schon wieder weg? Gibt's doch gar nicht. So, speichern. Passt. Was können wir noch einstellen? Assistent kümmert sich ums Training. Mitarbeiter können wir noch einstellen. Ne, einstellen nicht. Aufgaben übertragen. Stellt Trainingsplan, Besitzautobahn, das mache ich alles. Stellt Mitarbeiter ein. Jo, das passt. Mehr können wir eigentlich auch gar nicht machen. Ne? Willkommen, ja. Können wir hier irgendwas machen? Nö. Gut. Dann würde ich sagen, scrollen wir mal weiter, wollte ich gerade sagen. Machen wir weiter bis zum ersten. Die Tipps natürlich aus. Bis zum ersten Gruppenspiel gegen Katar. So, da sind wir auch schon. Ja, meine Freunde. Und wenn wir dieses Spiel jetzt noch spielen würden, würde die Folge einfach wieder zu lang sein. Deswegen, wir haben unseren Kader jetzt. Ich bin gespannt, was ihr zu diesem Kader sagen werdet. Ja. Einfach meine eigene Einschätzung, so die Spieler, die ich mitnehmen würde. Und ja, schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr von diesem Kader haltet und was mit diesem Kader eurer Meinung nach drin ist. Und dann in der nächsten Folge geht es dann gegen Katar im ersten Gruppenspiel. Danke fürs Zuschauen, gerne Like da lassen, abonniert auch den Channel. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Peace.